Hallo da draußen, da bin ich wieder. Weitere Folge Arma 3 Exile. Die Leute haben gerade mitbekommen, dass ich auf dem Server bin. Deswegen ist da ein bisschen Action Side-Chat. Und da draußen gerade ein Auto vorbeigefahren. Bisschen Schiss, dass ich hier überfallen werde. Toll, ich kann nicht mehr auf die Tür snipern. Ja, eine sehr interessante Aufnahme, so zu Beginn, sage ich mal. Es ist früh um 4, das heißt, wir sollten die Nacht auch gleich überstanden haben. Ich war mal kurz ein bisschen im TS, habe mich mit meinen Admins unterhalten. Nochmal fette Grüße gehen raus an Smith, an Paddy, an die ganzen Supporter, Snipes, der in der letzten Folge auch mit dabei war. Der gute Nano. Bisschen quirliger Typ, aber witzig. Und alle, die hier so fleißig im Zocken sind, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt rausgehen? Mein Auto steht auf jeden Fall da draußen. Ich will nur nicht abgeknallt werden. Das ist instant hier. Hier oben ist echt ein bisschen gefährlich. Ach Gott, ich muss einfach rauf. Ralf, nimm bitte wieder extra auf. Guck mal, jetzt habe ich auch noch Pop-Tabs bekommen. Habe ich denn Geld von Nick bekommen? Hat nämlich nur geschrieben, es hört statt Reifen in der Excel auf. Da sind wir! Schönen guten Tag. So, mal schnell hier das X M8 anmachen und den Ton leiser machen. Hallo Video, siehst du, Barke hat gleich geschnallt. Sei grüßt, Berkay, Entschuldigung, Berkay. Auch ein Mitspieler, den ich schon des Öfteren mal hier vom Server verbannt habe. Donnerraum hat Zotti hat geschrieben, ich bin im Fimmel. Du bist im Fimmel, auch nicht schlecht. Bin ich im Fernsehen das Snipes geschrieben? Ja. Nordkorea. Ja, ihr seht auch, wir haben die Kim Dynasty auf dem Server. Die sind ein bisschen durchgeknallt. Ich mag die Jungs aber. Also wenn ihr die trefft, ne? Jetzt hat er noch Mr. Sinn geschrieben. Ich grüße meine Mutter und meinen Vater und die crazy Tante von nebenan. Sehr witzig. Naja, ihr seht, sie nehmen es mit Humor, was ich gut finde. So, hier ist übrigens der Wald, dieser kleine, was soll ich sagen, dieser Wald, den ich gerodet habe beim letzten Mal. Ich will jetzt aber mal hier ein bisschen looten gehen. Hier steht auch übrigens ein Auto. Das ist aber da safe. Das werde ich da nicht irgendwie, ja, nicht wegbekommen. Wir warten auf den Loot Spawn. Am besten hier. Schauen, was der Himmel sagt. Wird schon hell irgendwie. Ja, leicht. Aber auch nur leicht. Deswegen sind wir noch auf unser Nachtsichtgerät angewiesen. Der Server wird immer voller bei der letzten Aufnahme. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir jetzt hatten. Auf jeden Fall sind wir gerade bei 84. Also ihr seht, der Server ist wirklich immer gut befüllt hier. Hier ist ordentlich was los hier in der Liste. Viele lustige Leute. Und ich sollte vielleicht noch was essen. Habe ich was zu essen dabei? Jo, sehr gut. Wobei ich warte, bis es rot ist. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es aber hell. Man merkt es gleich im Nachtsichtgerät, wenn der Horizont heller wird. Zum Loot Spawn. Der Loot Spawn ist jetzt nicht mehr ein, wie soll ich sagen, verteilt über mehrere Häuser, sondern ein Haufen normalerweise. War da irgendwas? Oder habe ich mich nur durchs Nachtsichtgerät täuschen lassen? Ah ne, ist nur so ein Flimmern hier von dem Haus, so eine Textur. Und dieses Haufenprinzip haben sie von den Ludolfs geklaut, der Exile Mod, ja. Schämt euch, schämt euch. Ich hätte jetzt gerne Loot da. Loot spawned in the area. Sehr gut. Auf jeden Fall ist der Loot spawn leicht verändert. Wie gesagt, es gibt nur noch jetzt einen Haufen. Der Loot spawn ist aber soweit geht in Ordnung. Also es gibt keine Bugs mehr irgendwie, dass man das kein Loot spawnt. Es hat sich nur verändert, was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Weil wenn man ein Haus reingeht und man sieht, da ist nichts, dann ist auch nichts. Ja, da gibt es keinen. Da könnte in der Ecke noch was liegen oder so. Es ist einfach nicht da. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Ah, sieht auch schlecht aus für mich. Auch nix. Die Nacht nervt, schreibt der Zockerfreund. Es wird doch gerade Tag, guck mal. Wird doch schon hell da draußen. Was ist denn los? Ich glaube, das sollte jetzt für euch aber auch noch sichtbar sein. So, deswegen. Hier in diesen Gebäuden oder hier in diesen Ruinen, sage ich mal. Habe ich bis jetzt noch kein Loot gefunden. Ich weiß auch nicht, was hier spawnt. Industrial Loot oder was ist das hier?
Ich habe mal ein Tutorial darüber gemacht, was wo spawnt. Wer wissen möchte, wie das sich mit den Gebäuden verhält. Aber gerade weiß ich selber nicht. Da ist nichts. Habe ich wieder Pech gehabt. So, wir laufen weiter durch die Stadt. War da vorne irgendwas? Nope. Bei Tag ist es natürlich angenehmer zu spielen oder vor euch zuzugucken, aber eben bei Nacht ist es für mich angenehmer zu bauen, weil ich mich da dann ganz gut verstecken kann. Und am Tag wird man halt auch viel schneller entdeckt. Und das will ich natürlich vermeiden. Ah, schaut her, hier ist Loot. Schauen wir mal, was da liegt. Eine 4-5. Würstchen, Sandwiches, Barbecue. Take all, hätte es auch getan, Ralf. Schon mal gut. Wir haben ein bisschen Loot da. Ich freue mich. Oh, ich habe da was vergessen. Take all hat anscheinend nicht funktioniert. Was ich auch wirklich gerne mache, was man sich vielleicht angewöhnen sollte als Spieler bei Exile, wenn ihr ein Haus verlasst, zumindest in eine Richtung, schaut, dass ihr die Tür wieder zumacht. Zumindest, also nicht unbedingt im Gebäude, aber die Tür, zu der ihr rausgeht. Sollte eigentlich ein leichtes sein, weil das verrät dann nicht, dass ihr schon mal hier in der Nähe wart und derjenige, der um euch rumschleicht, erwartet nicht, dass ihr irgendwie da in der Nähe seid. Meine kleine Taktik. Ob das jetzt wirklich funktioniert oder einen Sinn macht, weiß ich nicht. Aber so gehe ich daran. So, ich hoffe jetzt, hier zum Beispiel ist Tor offen. Die sind normalerweise auch geschlossen. Das ist eine Workbench. Oh, das ist nur... Nee, da hat keine Workbench hingebaut. Das ist einfach nur vom Spiel so, weil es eine Baustelle ist. Ja, guck mal. Hier haben zum Beispiel eine Axt gefunden. Die würde ich gerne mitnehmen. Gucken, kann ich eine Axt in den Rucksack packen? Jo, sehr gut. Und normalerweise dürfte jetzt hier oben auf dem Dach nichts liegen. Ich gehe trotzdem mal hoch, weil ich das selber wissen möchte. Aber eigentlich sollte der Loot-Spawn nur der da unten gewesen sein. Und das war's. Mehr dürfte nicht da sein. Ansonsten haben wir einen wunderbaren Tag hier in Exile auf Altis. Die Sonne geht auf, es sieht wunderbar aus. Ich habe übrigens auch einen Shader-Mod hier am Laufen. Deswegen sieht alles ein bisschen, na, ist ein bisschen farbiger bei mir. Ganz besonders, wenn die Sonne rauskommt, sieht man das. Sollte aber auch aufpassen, dass ich nicht verdurste. Deswegen trinken wir mal ein bisschen Wasser hier und schauen, ob wir in dem Dorf vielleicht noch einen Brunnen finden oder ein Fass, mit dem ich meine Flasche wieder auffüllen kann. So. Gutes Board, das Gebäude da drüben ist auch schon offen. Also hier war auf jeden Fall schon mal jemand. Was haben wir hier? Dirtfass. Ich tue mir auch einfach leichter beim Looten, wenn ich die Lautstärke runterdrehe, die Lautstärke runterdrehe, also Ralf, wenn ich die Türen mir anschaue, oh, gucken, MRCO, oh, cool, habe ich noch eins gefunden, sehr geil. Weil ich dann auch immer weiß, dass um mich herum irgendwas passiert, wenn ich diese Geräusche höre. Jetzt kann ich ja mal die Lautsprecher, also mit dem Ton habe ich es heute, ne? Kann ich ja mal die, das war mein Schritt, ganz klar. Das ist immer total fies, aber das war ich selbst gerade. Auch jetzt hier gerade, wir brauchen einen Aufzug im Sidechat. Also ich bitte euch, wenn ihr Ingame-Fragen habt oder Probleme, bitte das nicht immer direkt im Sidechat zu klären, sondern vielleicht auch mal auf den TS zu kommen. Dafür ist er da, ts.ralfingerlp.de. Jeder, der hier spielt, jeder, der auf dem Server spielt, bekommt einen eigenen Gang-Channel. Ja? Also ihr habt da absolut alle Freiheiten dann mit Passwort, wird euch eingerichtet. Überhaupt kein Problem. Also falls ihr da Bock habt oder in den TS sucht zum Abhängen, also wir haben ungefähr so, ich müsste lügen, gerade sind es so 40 Spieler auf dem Server oder vielleicht ein bisschen weniger und 6 bis 7 Gang-Channels. Kommt vorbei, schaut es euch an. Ach nein, so war das nicht geplant.
Und ja, wie gesagt, ist halt herzlich willkommen. Ist es noch ein Lasermarker hier? Ein Holocyte, okay. Im Hintergrund hört ihr die Sniper schießen. So, ich würde noch gerne in die Gebäude hier reingehen. Und dann wieder zurück zum Auto. Auch wieder eine geöffnete Tür. So, ich würde sagen, das ist der letzte Loot, den ich hier mitnehme. Ihr seht aber auch, das Loot-Spawn ist überhaupt kein Thema mehr. Also meiner Meinung nach ist es kein Thema mehr. Take all, Ralf, take all, wie wär's damit? Das funktioniert prima, meiner Meinung nach. Wie gesagt, wir haben jetzt, naja, 86 Spieler, um genau zu sein, da drauf auf dem Server. Und der Loot-Spawn, ihr habt selbst gesehen, überhaupt gar kein Thema. Das Zeug spawnt, das ist da. Ich kann es aufsammeln. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, was der Excel-Mod da in letzter Zeit bewerkstelligt hat. Und Armor sieht manchmal echt so atemberaubend schön aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ein bisschen wie Urlaub, nur mit ein bisschen viel Peng-Peng. Und man stirbt leider recht sehr schnell in seinem Urlaub, was ein bisschen ätzend ist. So, jetzt die Frage, fahre ich damit zur Base oder fahre ich damit zum Flughafen? Ich würde sagen, wir machen eine Tour zum Flughafen, um das Zeug zu verkaufen. Auch wenn ich nicht die wertvollsten Sachen dabei habe. Ich kann auch diese Waschmaschine einpacken. Vielleicht bringt die mir ja was. So, Rohrstöpsel sie wieder rein. Damit es euch nicht die Ohren wegreißt, wenn wir Auto fahren. Und ab dafür. GPS wieder anmachen. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwie ankommen. Oder bald, oder heil ankommen, ist der Plan. Warum ich den Platz für die Base ausgewählt habe? Zwei Sachen. Der ist ziemlich zentral, das viel Action. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als eine Base zu bauen, die am Arsch der Welt ist, wo kein Mensch hinkommt. Und die dann so gesichert ist, dass sich auch keiner rantraut an die Base irgendwie. Was meiner Meinung nach absolut den Sinn und Zweck nicht erfüllt, den es eigentlich haben sollte. Jetzt seht ihr vielleicht so ein bisschen, was ich meine. Wir haben zwar leider noch diesen Nebel drin, weil die Distance noch nicht richtig eingestellt ist. Aber die Farben sehen anders aus. Ja, also ich glaube, ihr kennt es. Wow. Leider habe ich kein Duct Tape dabei. Deswegen sollte ich ein bisschen aufpassen, wie ich Auto fahre. Wahrscheinlich muss ich mir das erstmal kaufen. Oder auf der Rückfahrt hier checke ich mal die Gebäude aus, weil die Türen sind dann noch alle zu. Tronic Sky hat Joey Kings gekillt. Okay. Joey Kings wird auch bald, ich denke mal die Aufnahme, ich weiß nicht, ob sie sieht, auch bei uns Trial Administrator, die vorhandenen Administratoren wie Smith und Putty, als auch The Big Mac LP, werden normale Administratoren mit noch einer kleinen abgespeckten Version. Die haben noch nicht alle Zugriffe, also wirklich alle Admin-Zugriffe, die es gibt, aber so ziemlich... Also sie können alleine schalten und walten, ohne dass sie mich dafür brauchen. Und Paddy hat gerade auch Hallo geschrieben im Sidechat. Das ist einer unserer neuen Admins hier auf dem Server. Also wenn ihr Paddy seht, Ralf, ich hätte nur Zeit, schreibt er. Sehr gut. Ich habe ihn nämlich vorhin gefragt, ob er denn... warte mal, und... Bist du auf Lakeside? Ja, der hat sich nämlich gerade bei dem Arma 3 Lakeside Server beworben, wo ich auch spiele. Ist gerade aus dem Bewerbungsgespräch zurückgekommen. Ja, aber cool, Mann. Sehr geil. Glückwunsch. Auch wenn ich es nicht schreiben kann. Oh, da vorne. Okay, die Base kennen wir schon. Ich war schneller als du. Das heißt, wir werden in Lakeside auch bald mal auf Putty stoßen, vielleicht im Livestream oder bei einer Aufnahme. Lebe deinen Traum. Hey. Da ist jetzt einfach gerade jemand lang gefahren. Warum habe ich den nicht überholt? Warum habe ich den nicht überfahren, wollte ich sagen, nicht überholen.
Gibt der für Roadkill auch Kohle. Verdammt. Aber ich muss erstmal das Inventar, das ich habe, wegbringen. Vielleicht sollte ich mich mal kurz, wenn da einer rumrennt, vielleicht sollte ich mal zu der Base hingehen. Und Paddy werde ich mal gleich mal fragen, ob er zur Base kommen kann. Ach, natürlich wieder alles vollgepackt hier. Ah, guck mal, das ist sogar schon. Hey, Buddy. Ups. Hey, Buddy. Warum steige ich denn wieder ins Auto ein? Was ist das für ein Blödsinn? So, hey, Buddy. Sei gegrüßt. Hallo. Hallo. Du, ich hab gerade mein Auto voll gemacht mit Loot. Hallo. Wollte ich gerade verkaufen hier die Sachen. Kannst gerne mitverkaufen. Ja. Oder warte mal, ich hab einzeln aus dem Wagen raus. Nee, warte mal, ich hab ja gar nichts im Auto, ich hab ja alles im Rucksack, ich Idiot. das Passwort fürs Fahrzeug würde ich dir jetzt ungern geben, weil ich gerade am Aufnehmen bin, wie du weißt. Aber ich schick's dir kurz im TS. Oder ich fahr erstmal. Kann ich dir Schlüssel hier geben? Nur Passwort könntest du mir geben. Okay, ich verkaufe mal kurz die Sachen und dann bin ich gleich wieder da. Erstmal. Alles klar. Ach, servus. Erstmal Sachen verkaufen hier. So, da, Herr Trader. Was verkaufen wir denn alles? Taschenlampe, das MRCO, wobei, warte mal, ich will doch eigentlich hier die 45er, da kann ich aber auch gleich die komplette Waffe verkaufen. Den Guerilla-Kittel. Hallo? Ah, es leckt ein bisschen beim Verkaufen gerade. Die MK20. Den Rucksack. Fuelkanister, die Axt behalte ich mal, die brauche ich, das Holocyte behalte ich mal. Du Paddy? Paddy? Ja, ich bin Arbeit. Paddy, brauchst du Scopes? Ich habe nämlich 3 einstecken. Welche denn? Ich habe ein Holocyte, ein MRCO und ein RCO. Also du meinst Aufsätze? Ja. Nee, danke. Alles klar, dann verkaufe ich die. Ich habe auch noch eine Axt. Bin gleich wieder da. Jo, alles klar, bis gleich. Kannst du schon mal ins Auto einsteigen? Warte mal. Okay? Naja, dann ist er schon weg. Lass zu. Ich würde mich kurz in den Korn wegkommen. Alles klar. Ich habe zwar keiner verstanden, aber das wird schon. kann er mitkommen, kommen, ich kann nicht mehr im Auto losfahren, hat Comics geschrieben, deswegen wird sich Paddy jetzt darum kümmern. Es kann aber sein, dass der Sprit nicht mehr drin ist im Auto, deswegen. Schicke Klamotten-Snipes, ey. Sexy Kumpel. Ja, weniger ist mehr, ne? Ah, das ist das Motto der Admins hier auf unserem Server, oder? So, Holocyte verkaufen, braucht keiner. Weste. Die 45er Magazine können weg. 45er kann weg. Das Erzo bringt sogar 100. Wahnsinn. Das ist ja richtig was wert hier, das Ding. War ein guter Fund. Also Scopes gehen nochmal richtig gut weg, würde ich sagen. Nur das Verkaufen ist buggy as hell gerade. Buggt das Verkaufen bei dir auch so? Oder dauert es bei dir auch so lange gerade? Haben wir über Lex hier? Ja, ne? Ja. Das dauert ein bisschen. Habe ich die nicht vorhin schon verkauft hier? Also wie ihr seht, haben wir gerade ein kleines Lag-Problem. Aber ich denke auch, das liegt daran, dass wir sehr viele Spieler gerade haben.
So, verkaufen. Ich habe doch, was habe ich denn eigentlich für eine Waffe im Inventar? Ich habe mir viel vergessen. Ich habe hier 6,5er, aber ich habe auch die 100 Schuss, die brauche ich nicht dann, die kleinen. So, moin, Weste. Moin. 5,6er verkaufen. Sei gegrüßt. Zum Glück leckt es nicht hier irgendwie hart. Hast du ein rotes Auto gesprengt beim Airfield? Im Sidechat gibt es immer lustige Texte. Okay, das Verkaufen erspare ich euch, Leute. Danke fürs Zugucken. Denkt bitte dran, es geht auch auf Twitch weiter hier im Livestream. Jeden Tag oder fast jeden Tag bei mir. Deswegen schaut da mal vorbei. Ansonsten Facebook und Twitter. Würde mich sehr freuen. Ich verkaufe jetzt mal den Rest hier ohne euch, weil das Gelege ein bisschen nervt. Und bedanke mich fürs Zugucken. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.